So, weiß gar nicht, warum die das hier so. Naja, ist auch egal. Ich glaube, es ist ganz nett, weil die Züge von der Richtung automatisch. Der hier fährt schon wieder zurück, ne? Der wollte jetzt nicht. Hoffentlich ist er auf seinem nächsten. Bei seiner nächsten Ankunft. Was der macht. Ach so, das ist die falsche Stadt, der will nach Kolding. Wo auch immer das ist. Aarhus? Aalborg? Oder will der nach Aalborg? Oh. Ah. Das ist ja furchtbar. Der will von hier nach Aalborg, muss durch Kolding und kann nicht. Er muss um in die Richtung fahren und ach nee, auf. Schlecht. Ganz schlecht. Ich hätte alles verkaufen sollen. Wenn wir sowas abreißen hier. Ich habe keine Ahnung, wo die Züge dann hin sind. So, wir probieren mal das aus. Wir müssen einfach gucken, ob das funktioniert. Ja, wir bauen den Bahnhof wieder hin, damit er den wiederfindet und schließen das hier wieder so an. Oh, offenbar stand der vorher ein bisschen anders. Signale zwischensetzen. Ach so, ist ein bisschen zu dicht an dem. Naja, ist egal. Brauchen wir hier ein. So, der kann nämlich keinen. Der hat einfach keinen Weg. Aber auch das stimmt doch gar nicht. Oder hatte ich hier noch irgendwas umgebaut? Nee, er kann doch hier alles nutzen. Ah, jetzt wird es angezeigt. Werden es mehr oder werden es weniger? Es werden weniger, ne? Da wählt sich so die Waage. Mehr, aber weniger. Vielleicht machen wir was tatsächlich. Also bevor ich das hier überall mache, könnten wir auch das parallel dazu aufbauen und Warendepots hinsetzen. Vor allem bis Ende des Jahres, ne? Können wir Museen bauen? Ach, zack. Können wir. Das ist sehr gut. Dann geht es ja denen schon mal, dann haben sie ja irgendwie 10% schon mal mehr Versorgung. Und dann gucken wir einfach, was den Menschen fehlt. Wurst, Stoffe, Milch. Und am einfachsten ist es wahrscheinlich, ein Warendepot anzulegen.
und gleich auszuwählen. Wurststoffe, Milch. Nehmen wir Gemüse, was so dazwischen liegt. Und versuchen, das hierher zu bringen. So, mal so gucken, ob die irgendwo was haben. Na, Stoffe gibt es hier. Haben die die auf Lager? Ja, das haben sie. Und ich habe gesehen, dass es tatsächlich ein Bug war, ne, der behoben wurde. Wenn aus einer Stadt eben Sachen ins Warendepot gebracht werden sollten, hat er es nicht mitgenommen. Also man musste immer sagen, dass es nur Fracht ist oder so, dann hat es, glaube ich, gemacht. Und angeblich soll es daran gelegen haben, wenn nur ein Zug auf der Strecke war. Also immer der erste sozusagen, mal den ich angelegt habe, der wurde da. Aber ich habe ja auf Dauer. Guck an, der fährt hier auch ohne was los, ne? Er hat schon wieder. Immer noch. Also ich habe nicht den Eindruck, dass das gefixt wurde, ne? Wir haben Stoffe. Wir nehmen Stoffe an und er bringt es nicht. Also der Zug nimmt es nicht mit, wenn ich ihn klone. Gucken, ob er das macht. Oh, verdammt. Ich hab nur Fracht gewählt. Nicht nur Fracht gewählt, sondern ja, hat aus Versehen auf Passagiere das eingestellt. Das ist der falsche. Jetzt finde ich den nicht wieder. Guck mal, was hier rumsteht. Ja, das geht doch so nicht. Wir müssen es beschleunigen. Wir müssen auch die Städte versorgen. Mit einem ordentlichen Bahnhof. Wir können es, glaube ich, nicht so machen, dass wir nur. Wie ist denn die Versorgung dann? 58 mit Museum. Das war vorher schon schlecht. Haben wir irgendwo Milch? Warte mal. Können wir da mal weitermachen? Das ist tatsächlich die Zucht hier unten, die einzige. So, und wahrscheinlich gibt es aber Züge, die da fahren. Ne, Aarhus. Worum kümmern wir uns gerade genau? Aarhus. Nee, ich wollte gerade Aalborg nehmen. Dann haben wir den. Ja, ich sehe, es gibt nicht viele davon. Stau, Stau, Stau. Was ist denn hier die Problematik jetzt? Warum stehen hier so viele? Haben wir keinen Übergang mehr hierhin? Doch. Da müsste doch jemand hier rüberfahren können. Also falls einer von denen das wollen würde. Aber ich glaube, das Problem ist noch irgendwo anders, ne? Weil einfach jeder Abschnitt voll ist. Bis nach Aarhus. In jedem Signal steht ein Zug. Ach, hätte ich es doch nur verkauft. Ich hatte alle Züge. Man konnte auswählen, glaube ich, Züge verkaufen, ne? Und aufwerten geht nicht, ne, mit auf Signal. Ich möchte gerne den hier. Nee, geht nicht. Jop, Reis ab. Züge zurücksetzen. Das könnte natürlich auch ein Problem sein, wenn jetzt mehrere Züge auf der Strecke sind, die starten ja dann alle wieder gleich. Was ist das?
Ach komm schon. Ja, ich glaube, das hilft tatsächlich. Was ist das hier für ein Ding? Das ist einfach nur, hier kommt die Kohle her. Ich mache das jetzt mal überall und dann schauen wir, wie es danach weiterläuft. Ja, ich pausiere kurz, müsst jetzt nicht zugucken hier bei jeder Stadt. Ich mache das und dann schauen wir, wie es aussieht. So, Städte war jetzt nicht ganz das Problem, das zu machen. Das Problem dabei ist, dass die Züge zurückgesetzt wurden, wenn die gerade auf dem Weg waren und davor standen oder so. Da habe ich nicht drauf geachtet. Golding schrumpft, ne? Das geht nach wie vor so. Die KI hat alle Züge so angelegt, dass sie vom Ort dorthin fahren und die Waren abholen und nicht andersrum. Also so wie ich die immer anlege. Ich sage ja, der fährt hier los und da, sondern die KI baut immer Stadt Fischerei. Ne? Also wir haben hier zum Beispiel auf der Strecke. Das ist die einzige Fischerei in Dänemark, Aalborg, Dänemark, Aarhus, Aalborg, Dalsgaard-Fischerei meine ich, Aarhus-Fischerei zweimal, Holstebro zweimal, dreimal sogar, Kolding nur einmal, Odense zweimal, dreimal. So, aber die ganzen Züge, die mussten halt erst wieder von der Stadt bis ganz hoch und wieder zurückfahren. Jetzt haben wir es schon Juni, bis sie da wieder Fische und das mit allen Rohstoffen, ne? Also auch mit Holz, mit tja, mit allem eben. Und deswegen schrumpfen die Städte erstmal. Alle. Also weiß ich nicht, 600.000 Leute. Wir haben 30.000 verloren in der letzten Zeit. Wie gesagt, man könnte es vielleicht auch anders machen. Wenn man die Aufgabe übernimmt und sagt so, wir löschen alles und bauen es neu auf. Das ist aber super viel Arbeit, weil wirklich alles neu gebaut werden muss. Süd? Ja, ich dachte gerade zu Nanu, die Form kenne ich doch irgendwo her. Egal, ich lenke mich schon wieder ab. Was wollte ich sagen? Parallel dazu aufbauen, um die Städte zu versorgen, um ihnen das zu liefern, was fehlt, anstatt. Tja. Das jetzt so irgendwie zu fixen in der kurzen Zeit, die man hier hat. Also ein Jahr. Die Passagiere, das schaffen wir noch. Stockholm, Flensburg, kein Problem. Bisschen Getreide fehlt. Molkerei. Wo kommen denn die Stoffe her? Also die Schafswolle. Haben wir das etwa gar nicht auf der Insel? Müssen wir das doch hier? So, da fährt der Erste, der Zweite steht hier und Hätte wartet. man mir vor wenigen Jahren gesagt, So an die dass einmal eine Passagiere. solche Zugreise in Schweden möglich sei, ich hätte es nur für ein Hirngespinst gehalten. Ich beobachte gerade so die. Ja, nee, es wird immer noch weniger. Tja, was soll ich machen? Es geht zwar aufwärts, wir sind jetzt wieder bei 480, wo wir angefangen haben vor einem Jahr. Aber ob wir jetzt hier in 2 Jahren, in einem Jahr 120.000 Leute, 115.000 jetzt nur noch zusammenkriegen, weiß ich nicht genau. Vielleicht hätte man das wirklich gleich machen sollen. Ne? Ich will es jetzt aber auch nicht nochmal probieren. Ja? Diese optionale Aufgabe ist mir dann doch relativ schnuppe. Ich habe sehr lange an diesem Szenario gesessen. Aber das ist auch was Gutes, finde ich.
Also, es war nicht ganz so teuer wie die anderen, glaube ich. Es war wieder ein bisschen günstiger zu bekommen. Und man kriegt dafür einfach eine Menge Spielzeit. Also, klar sind keine wirklich neuen Inhalte dabei. Ja, eine Map, andere Waren und so weiter. Aber letztendlich ist ja das Gameplay ist immer das gleiche. Ich warte noch darauf, dass es wirklich ein Aktienmarkt-Update gibt oder so, dass man da noch mehr machen kann, mit dem. Naja, nicht nur mit den eigenen, also das hier vor allen Dingen, das nutze ich nie. Keine Ahnung, wofür das wirklich gut ist, ob das einem irgendwie dabei hilft, aber also mir hilft es nie, glaube ich zumindest. Also habe ich immer Sie haben es also doch etwas ignoriert. ruhiger angehen lassen. Aufgabe fehlgeschlagen. Recht Okay, so. aber insgesamt haben wir es geschafft. Ich glaube, die Wertung ist sehr gut, Präsident. Wir haben erfüllte Aufgaben 7 von 8 leider nur. Zeitliche Bewertung 14. Okay, einige Sachen haben wir diesmal geschafft. Bewertung der Konkurrenten mal 3. Das rettet mich halt immer. Und es ist hier in diesem Fall auch gar nicht so schwer gewesen. Bei den anderen Szenarien, die ich bisher gespielt habe, war es immer so, dass die Konkurrenz gleichzeitig anfängt und auch verfügbar ist auf dem Aktienmarkt, also sehr früh anfängt, die eigenen Aktien zu kaufen und einem wirklich so im Nacken sitzt. Und hier in diesem Szenario, und ich glaube auch in dem davor, Frankreich oder was für Großbritannien war davor, weiß ich nicht mehr genau, da war das auch schon so, dass man die Konkurrenz, also überhaupt die Möglichkeit, Aktien zu kaufen, und das geht dann vice versa, also auch in die andere Richtung, dass das erst später kommt, wo man selber schon mehr Geld hat. Also so wie hier, ne, Gegner übernehmen mit 120 Millionen auf dem Konto war überhaupt kein Problem. Also, deswegen war das hier okay, eine schwere Konkurrenz, nämlich ich jetzt sage, ich hätte jetzt normal gespielt, einfach wäre halt blöd gewesen, ne? Dann wären es eben bloß 21 Punkte. Insgesamt kann es sein. Durch 3? Durch 2? Weiß ich nicht genau, ob die 14 plus 7 zusammenzählt, ob das als ein Punkt zählt oder ob. Eigentlich müsste es. Ich glaube, es ist eher 7 Achtel von 14. Kommt das hin? Immer schnell den Taschenrechner auspacken. Das sind 12,25 mal 3. Das sind nur 36,75. Das ist also auch nicht, dass man damit dann auf 42,2 kommt. Nee, ist tatsächlich nur die zeitliche Bewertung. Also 42,2 geteilt durch 3 sind 14,06. Also gerundet eigentlich 14,1 von 20, aber angezeigt werden jetzt hier 14,0. Das heißt, für die zeitliche Bewertung und die erfüllten Aufgaben in dieser Zeit kriegt man 14 Punkte und das eben mal 3 durch Bewertung der Konkurrenten. Naja, wie auch immer, der Unternehmenswert hier so knackt, als ich die Konkurrenz gekauft habe. Mir hat es gefallen, ich hoffe euch auch. Und mir stehen jetzt noch zwei Herausforderungen bevor. Die erste hatte mich ja abgeturnt, weil man da schummeln konnte. Und mit der zweiten haben sie dann aber ein paar Sachen geändert. Und ich bin gespannt. Also ich spiele die mal und dann gucken wir, wie es aussieht, ob ich dann eine gute Punktzahl erreiche. Ja, wie hoch die Punktzahl sein muss, machen wir dann im nächsten Video. Bis dann.